Moinsen Leute, hier ist Tutsu61 und wir spielen weiter Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Das letzte Mal haben wir von Babunga eine erstaunliche Mitteilung bekommen, und zwar, dass Tengulis noch nicht zurückgekehrt ist von seiner Rettungsmission. Dann haben wir sind wir da hingegangen, haben das fehlende Papunga geholt und haben festgestellt, dass Tengulis ebenfalls da liegt. Und dann hat sich der Raum verdunkelt und das große Monster, das uns schon angekündigt wurde vorher, kam herab, nämlich das Pokémon Zapdos, und hat sich Tengulis gekrallt. Kurzum, wir sind dazu verdammt, auf den Donnerberg zu gehen und dort Tengulis zu retten von Zapdos. Allerdings habe ich gedacht, ohne Training ist das ein bisschen dumm. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Freund, und zwar Sichlor. Ist schon dem Team beigetreten. Was ich jetzt allerdings noch mal kurz tun wollte, ist erstens hier. Ah, ist schon alles eingelagert? Okay. Weil ich möchte nicht unbedingt, dass ich, wenn ich versage, so viel Geld verliere. Da war ich auch schon. Oh, ich habe schon alle Vorbereitungen getroffen. Schöne Sache. Okay. Dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt auf den Weg zum Donnerberg. Mal schauen, was uns erwartet. Donnerberg! Musik ist schon mal geil. Wir sind hier am Fuß vom Donnerberg. Ob Simsalas Team bereits auf dem Weg ist? Zapdos. Der Name klingt nach Stärke. Ich zittere. Ich darf jetzt keine Angst haben. Unser Ziel ist einfach erklärt. Wir werden Tengulis retten. Tot. Versuchen wir unser Bestes. Ich wippe die ganze Zeit im Takt der Musik mit. Das ist eine epische Musik. Yeah. Oh, die gefällt mir echt gut. Vielleicht ein Wort zu... Nase kratzt. Ein Wort zu Sichlor. Und zwar, er kann Rückzugkick, Silberblick, Energiefokus und Verfolgung. Verfolgung ist doch hier eigentlich voll unlogisch. Erlangt den Konterstatus. Schaden durch physische Attacken oder reguläre Angriffe. Oh, cool. Silberblick habe ich jetzt mal gekonnt rausgenommen. Aber ich denke, der Rest ist in Ordnung. Und ich habe bemerkt, es steigt recht schnell auf. Ich weiß nicht. Aber es kriegt halt überall plus 2 immer. Also so schlecht ist es nicht. Da ist uns was gefolgt. Und zwar ein Fritzelblitz. Und so viel zum Thema Fritzelblitz. Ich habe zum Trainieren noch, ich glaube, 3 Quests im Wald gemacht und anschließend noch ein Training bei Makuhita. Habe ich eine Beere mit? Ich glaube nicht, ne? Ne, natürlich nicht. Hätte ich auch mal dran denken können. Egal, habe ich jetzt nicht. Noch ein Training bei Makuhita gemacht. Und ich denke, jetzt sind wir auf... Also, Pikachu und Anton sind auf Level 15 und Dingens hier... Sichlor halt auf Level 14, glaube ich. Ich glaube schon. Wir sollten... wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann sollten wir keine Probleme durch irgendwelche Gegner hier kriegen. Aber wir werden sehen, ob das der Wahrheit entspricht. Bonk. Erstmal hätte ich jetzt gerne sowohl eine Treppe als auch... Da ist die Treppe, aber davor sind ein paar Gegner. Heißt, Signal wäre für mich. Norm. Man kann über Wände werfen und auch schräg. So. Allerdings durch Wände angreifen, also wenn ich jetzt hier stehe, so schräg nach oben angreifen, ist meistens nicht gerade von Erfolg gekrönt, um es mal etwas lyrisch auszudrücken.
So, und jetzt will ich den Giftstatus loswerden. Ah, und mich am Ohr kratzen, weil mein Ohr juckt. So. Hallo, bam, tot. Aha. Was mich noch ein bisschen ankotzt, ist, dass wir mit Enton keine neue Attacke gelernt haben. Also, wir haben noch keine vernünftigen Attacken, wirklich, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Also, wir können den Gegner zwar davon abhalten, tolle Attacken einzusetzen, aber ist jetzt vielleicht auch nicht so der Burner. So, ich weiß nicht, ob man... wenn Enton sich denn mal drehen würde... Ja, hier zum Beispiel, das funktioniert nicht. Dass man dann so durch diese Wandecke da angreift. Ich würde gerne angreifen. Danke, Pikachu. Ja, da ist die Treppe. Ah, und da ist eine Beere, die nehme ich doch mal mit. Pfirsichbeere, schön. Damit haben wir dann eine Giftheilung. Und da haben wir ein... was hast du denn gerade gemacht? Hä? Achso, das ist cool. Okay. Egal. Die Giftheilung brauchen wir jetzt nicht, dadurch, dass wir direkt eine Treppe haben. Ja, die Treppe heilt quasi alle negativen Zustandsveränderungen. Heißt auch zum Beispiel Angriff down, Angriff up und so weiter. Das ist schön gemacht, Sichlo. Allerdings hast du jetzt nur noch wenig Life, wenn ich das an dem ja, arg wenig Life. Es gibt keinen schrägen. Hier, Moment mal kurz. Es geht mir um Zeiger her. Ja. Wo ist er denn? Da. Spiel mal mit den Tasten. So. Und jetzt, ach ja, man sollte dann vielleicht auch dieses Ding benutzen. Das da werfen. Ja. Okay. Dann hoffe ich mal, dass Sichlor sich dann gleich seine Sinnbeere von sich aus nimmt, wenn es drauf ankommt. Was haben wir denn hier? Ein Goldband. Was bringt denn ein Goldband? Mann! Oh, ich kann so nicht spielen. Ich brauche meinen Joystick. Oh. Grausam. So. Was bringt das? Ein Item, das überhaupt keine Wirkung hat, selbst wenn es von Pokémon getragen wird. Kann für einen guten Preis... super. Geile Scheiße. Das sind dann genau die Items, die man nicht haben will. Eigentlich. Okay. Taubsi! You fail! Bam! So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie hoch dieser Berg ist. Das heißt, es könnte eine etwas längere Folge werden. Oh. Wenn es allerdings so weitergeht, dann nicht so. Allerdings wird es jetzt nicht mehr so weitergehen, weil ich es angesprochen habe. Damirplex. Die Gegner werden recht stark hier, merke ich gerade. Sollte ich nicht außer Acht lassen. Wie viel hat Sherox jetzt eigentlich wieder? 31. Skorgler. Skorgler im Team wäre auch cool. Kann sich hier zwar noch nicht entwickeln, aber durchaus nicht unangebracht. Ich
Ich weiß allerdings nicht, wo Skorgler hin will. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ob wir es schon anwerben können oder nicht. So. Uff, Sackgasse. Ich weiß auch nicht, ob ich es am Anfang schon mal erwähnt habe. Ich habe mir die ersten Parts... Ich müsste mir eigentlich die ersten Parts nochmal angucken, um zu sehen, ob wir... was ich schon gemacht habe und was nicht. Aber ansonsten würde ich jetzt erstmal sagen... Oh, Voltenso, nice. Ansonsten erkläre ich es jetzt einfach nochmal. Es gibt verschiedene... Raten, sage ich mal, in denen gegnerische Pokémon auf uns aufmerksam werden. Wenn wir so normal laufen, ist die sehr gering. Wenn wir dann schneller laufen, also mit B zum Beispiel, dann ist die mittelhoch, also schon recht hoch. Und wenn wir A und B gedrückt halten, um uns zum Beispiel aufzuladen, also um die Runden vergehen zu lassen, dann ist die richtig heftig hoch, sodass dann wirklich... Ah, Sven erreicht Level 16, schön. Sodass dann wirklich alle paar Sekunden so ein Pokémon kommt. Kann praktisch sein, kann aber auch unpraktisch sein. Deshalb laufe ich jetzt auch die meiste Zeit in diesem normalen Schritt hier rum. Also, das mit AB ist eigentlich nur hilfreich, wenn wenn man trainieren will. Stellt man sich in irgendeinen Dungeon, wo man weiß, dass man alle Gegner down kriegt, und drückt, hält die ganze Zeit quasi AB gedrückt, muss dann nur ab und zu mal was essen. Aber ansonsten machen quasi die Teamkollegen das und dadurch wird recht schnell aufgelevelt. Ah, Sackgasse. Ich hasse Sackgassen. Jedem Spiel, das ich gespielt habe, hasse ich Sackgassen. Geheimpower. Oh, Geheimpower ist eigentlich eine schöne Attacke. Die ist auch noch nicht mal so schwach, aber ich glaube, das ist eine normale Attacke, ne? Also, nicht allzu praktisch dann. Ich muss mal eben gucken. 22 hat die. Das heißt, wenn ich einen Top-Elixier nehme, ist das schon ganz gut. Weil das sind ja dann alle. Ich kann nicht. Ja. Egal. Ich wollte sagen, ich. Das füllt ja alle auf, von daher müsste es eigentlich kein Problem sein. Auch bis Zapdos mit diesen AP durchzukommen. Ich meine, ich habe jetzt noch 21. Und ich finde, Pikachu kann mal kämpfen. Hau drauf! Meine Fresse! Bist du unfähig oder was? Mal drauf da! Okay, das ist jetzt eher unpraktisch. Stirb. Puh. Okay, bis das Gorgler hier ist, kann ich in jedem Fall noch eine Sinebeere futtern. Und dann gehen wir mal. Wir wurden gerade gekillt, indem unser Partner gekillt wurde. Okay. Halt die Fresse, Pikachu, du bist schuld. Dann schaue ich mal eben hier rein. Ob hier etwas ist, was mich interessieren könnte. Klappe. Oh,
Nein. Habe ich hier Top-Elixiere eingelagert? Ja, habe ich eins. Und ich möchte mal eben was lagern, und zwar das, das und das. Und ich möchte die Georockbox, die hier drin waren, mitnehmen. Ah. Okay. Achso, ja, hier könnten wir verlinken, Attacken verlinken, also dass die immer gleichzeitig aktiviert werden. Das habe ich mal mit einem Glumanda gemacht damals. Hatte ich 4 Angriffsattacken, irgendwie Kratzer, Glue, Tackle und Flammenrad oder so. Hab die dann verlinkt und dann hat er die immer alle hintereinander weggefetzt. Und wenn man dann auf so einen Taubsi auf Level 1 alle macht, das ist irgendwie. Hat irgendwie einen coolen Effekt. Ich würde sagen, ich trainiere noch ein bisschen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Pokémon Mystery Dungeon. Bis dahin und ciao, ciao.